Jetzt ist es beschlossen, Deutschland wird ab spätestens 2038 keine Kohle mehr abbauen und verfeuern. Hin und her, wegen eines Formfehlers im neuen Gesetz sollen die härteren Strafen für Raser erstmal nicht mehr gelten. Bevor die politische Sommerpause beginnt, sind heute gleich eine ganze Reihe von Gesetzen und Vorhaben beschlossen worden, die erheblichen Einfluss auf unser Land und unsere Gesellschaft haben. Das steht im Mittelpunkt dieser Sendung. Wir beginnen mit dem Kohleausstieg, der nach langen Diskussionen jetzt beschlossene Sache ist. Bis spätestens 2038 werden alle Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland stillgelegt, wenn möglich schon bis 2035. Zentraler Punkt dabei ist die Frage, wie die Folgen für Deutschlands Kohleregionen abzufedern sind. Diese Regionen gibt es in 4 Bundesländern, darunter die Lausitz in Brandenburg und das rheinische Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen. Für sie wird es rund 40 Milliarden Euro an Hilfen geben. Und auch die Energieunternehmen gehen nicht leer aus, sondern werden mit insgesamt 4,35 Milliarden Euro entschädigt. Winnie Hischer berichtet. Es ist ganz schön was los an diesem Vormittag. Draußen protestieren Klimaaktivisten. Der Kohleausstieg könne und müsse schneller gehen als der, der drinnen beschlossen wird. Drinnen gibt es plötzlich Zweifel bei der Abstimmung. Hat die Koalition die Mehrheit oder nicht? Dann ist die logische Konsequenz Hammelsprung. Hammelsprung. Alle raus aus dem Saal, durch 3 Türen wieder rein. Eine für Ja, eine für Nein, eine für Enthaltung. Der Kohleausstieg geht glatt durch, aber etwas anderes schief. An die Abstandsregeln halten sich nicht alle. In der Debatte zuvor waren die inhaltlichen Distanzen klarer. Die Bundesregierung lobt ihre Entscheidung als wirtschaftlich vernünftig, sozial verträglich. Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende. Der Ausstieg soll bis 2038 kommen. Zu spät kritisieren die Grünen. Und obwohl sie immer für den Kohleausstieg gekämpft haben, für diesen stimmen sie nicht mit. Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Werbe und Entschlossenheit zu bekämpfen wie die Corona-Krise. Und das machen sie nicht. Mehr Zustimmung gibt es für die Milliardenhilfen für die Reviere in Ost und West, die Jahrzehnte von der Kohle gelebt haben. Wir wollen erst die neuen Arbeitsplätze und dann den Kohleausstieg. Wir wollen nicht, dass Menschen sozusagen, um im Bergmannsjargon zu bleiben, ins Bergfreie fallen und keine Perspektive mehr in der Region haben. Gesetze beschlossen. Umweltschützer aber wollen weiter protestieren. Heute ist der Tag, an dem politische Streitthemen abgeräumt werden, die die Politik lange beschäftigt haben. Nächstes Beispiel: das Lobbyregister. Union und SPD haben sich jetzt darauf geeinigt. Das Ziel: mehr Transparenz. Kontakte von Abgeordneten zu Unternehmen und Lobbyisten sollen verbindlich erfasst werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Zuletzt hatten die Lobbyvorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor Schlagzeilen gemacht. Für die Hintergründe gehen wir live nach Berlin. Theo, guten Abend. Wie effektiv in der Kontrolle und Transparenz kann denn so ein Lobbyregister sein? Nun, ich glaube, in letzter Konsequenz werden wir das erst beurteilen können, wenn das fertige Register vorliegt. Die Koalition hat sich zwar heute im Wesentlichen geeinigt, aber so höre ich, 2, 3 Punkte sind noch immer offen und es soll erst im Herbst vorgelegt werden. In jedem Fall wird ein solches Lobbyregister eine disziplinierende Wirkung haben, denn dann fällt das Licht der Öffentlichkeit in einen bisherigen Graubereich. Und offensichtlich haben Union und SPD eine Lösung gefunden, die einerseits mehr Transparenz herstellt, ohne andererseits den ja auch notwendigen Kontakt zu Abgeordneten zu erschweren. Ganz wichtig dürfte sein, bei Zuwiderhandlung sollen künftig Bußgelder drohen. Und das kennt man ja aus dem normalen Leben. Für die Einhaltung von Regeln ist das manchmal äußerst hilfreich. Theo Koll, ZDF Berlin, Dankeschön. Und noch ein großes Thema im Parlament und Bundesrat. Wie soll es weitergehen mit der Tierhaltung in Deutschland? Der Bundestag fordert von der Regierung jetzt ein Umdenken, eine neue Strategie. Mehr Tierschutz, etwa durch mehr Platz für Schweine im Stall. Konkreter wird der Bundesrat. Der Beschluss, die umstrittene Haltung von Muttersauen in engen Metallgittern soll ein Ende haben. Andreas Künast. Bewegen? Unmöglich. Kein Vor, kein Zurück, kein Umdrehen. Der sogenannte Kastenstand gilt Tierschützern als eine der quälerischsten Haltungsformen der Intensivtierhaltung. Es ist ein zeitlicher Zufall, aber ein vielsagender, dass der Bundestag heute ganz allgemein mehr Tierrechte fordert, während der Bundesrat heute ganz konkret etwas tun könnte.
Die Abschaffung des Kastenstands steht auf der Tagesordnung. Aber beschlossen wird ein Kompromiss. Also für die Schweine verbessert sich in 10 Jahren etwas. Bis dahin erstmal nicht. Und in 10 Jahren werden sie statt 10 Wochen nur noch 5 Wochen, nur noch in Anführungsstrichen, in den Kastenstand gesperrt. Lasst die Sau raus. Was für die Tierschützer vor dem Bundesrat viel zu lange dauert, ist für die Landwirte ein gangbarer Mittelweg. Nicht nur, weil der Preisdruck in der Schweinemast enorm ist. Unsere Ställe, die betreiben wir oft über Jahrzehnte, über Familiengenerationen hinweg. Und da sind solche gravierenden Änderungen nicht von heute auf morgen umzusetzen. 10 Jahre Zeit für den Umbau der Schweinehaltung und 8 Jahre für den Umbau der Ställe. Dass ausgerechnet der grüne Agrarminister aus Schleswig-Holstein diese Schonfrist mit ermöglicht, setzt die Bundespartei unter Rechtfertigungsdruck. 8 Jahre ist lang, es hätte von mir aus auch ein paar Jahre schneller gehen können. Aber wenn man schon längere Zeit gibt, dann für einen kompletten Systemumbau. Und der ist erkämpft worden gegen den Widerstand der CDU. Damit die Landwirte den Systemwechsel überstehen, schlägt die Politik eine Tierwohlabgabe vor. Denkbar wären 40 Cent pro Kilo Fleisch. Unser nächstes Thema: Rauchen ist oft tödlich. Etwa 8 Millionen Menschen weltweit sterben jährlich an den Folgen von Tabakkonsum. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gehören genüsslich rauchende Menschen auf Plakaten oder Litfaßsäulen in Deutschland zum Alltag. Das wird sich ändern. Der Bundestag hat heute ein weitreichendes Tabakwerbeverbot beschlossen. Außenwerbung wird ab 2022 verboten. In Kinos ist im kommenden Jahr Tabakwerbung nur noch erlaubt, wenn der Film ab 18 ist. Und auch für E-Zigaretten gibt es bald strengere Werberegeln. Details jetzt von Cornelia Schiemens. Es trifft vor allem die Kinos. Monatelang waren sie wegen Corona geschlossen. Jetzt ein Tabakwerbeverbot ab 2021. Bittere Zeiten für alle Kinobetreiber, die um Werbegelder fürchten. Es ist schade, wir können gerade jetzt Erlöse brauchen. Manchmal waren das ja durchaus sehr schöne Imagespots. Aber wir sehen natürlich auch den gesellschaftlichen Wandel, die Sorge um Gesundheit gerade jetzt. Und in dem Sinn trifft es uns jetzt nicht unvorbereitet. Tabakwerbung in Kinos, auf Plakaten, auf Parteitagen. Ein vermeintlich cooles Lebensgefühl wird transportiert. Junge Menschen sollen so schon frühzeitig zum Rauchen animiert werden. Das Einstiegsalter liegt in Deutschland bei knapp 15 Jahren. Damit soll Schluss sein. Nach jahrelanger Blockade hat die Union in einer nächtlichen Sitzung einem umfassenden Tabakwerbeverbot zugestimmt. Ein Jugendlicher, der mit Werbung in Berührung kommen wird, wird doppelt so häufig zur Zigarette greifen als sein Gegenüber. Werbung wirkt. Ab 2024 soll auch die Außenwerbung für E-Zigaretten verboten werden. E-Zigaretten aus Sicht der Tabakindustrie die weniger schädliche Alternative, für die man auch künftig gerne weiter werben würde. Deshalb ist es so bedauerlich, dass CDU, CSU und SPD als neue Verbotsparteien diesen Weg zugemacht haben. Das ist eine falsche politische Entscheidung. Die Tabakindustrie hält das neue Gesetz für verfassungswidrig und prüft nun den Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und noch eine wichtige Entscheidung im Parlament. Sie soll den Persönlichkeitsschutz bei Fotoaufnahmen stärken. Künftig gilt, wer Unfalltote fotografiert oder filmt, begeht eine Straftat. Es droht Gefängnis bis zu 2 Jahren. Und die gleiche Freiheitsstrafe kann auch verhängt werden, wenn man Frauen in der Öffentlichkeit heimlich unter den Rock fotografiert. Das sogenannte Upskirting. So viel zu den Parlamentsentscheidungen heute. Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Wissenschaftler jetzt herausfinden, wie viele Menschen sich in Deutschland insgesamt tatsächlich schon angesteckt haben. Bei dieser Antikörperstudie sollen 65.000 Blutproben entnommen werden. Verantwortlich ist das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Die Teilnehmer werden bundesweit nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Sven Klass und Simon Pfanzelt waren beim Start heute in Reutlingen dabei. Das piekst einmal kurz. Es sind nur 9 Milliliter Blut, aber die können helfen, eine ganz entscheidende Frage zu beantworten. Wie viele Menschen hatten schon Corona und sind jetzt möglicherweise immun? Andreas Seifert ist einer von 65.000 Probanden, die jetzt bundesweit untersucht werden. Ich war irgendwie sehr an der Studie interessiert, insofern freue ich mich, dass ich dazu eingeladen worden bin. Weil ich es wichtig finde, zu wissen, wie viele Leute jetzt schon Kontakt hatten mit dem Coronavirus. Bisher gibt es dazu zu wenige Daten. Deswegen wollen die Forscher nun in 10 Landkreisen auf Corona-Antikörper testen.
Die finden sich im Blut derjenigen, die bereits mit dem Virus infiziert waren. Die Probanden sind zufällig ausgewählt. Das Ergebnis soll repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sein. Wir gehen davon aus, dass wenn jemand eine Infektion durchlaufen hat, dass dieser Mensch dann immun ist für eine gewisse Zeit, was wir leider nicht wissen, wie lange diese Immunität anhält. Und auch da wird unsere Studie zu beitragen. Deshalb soll in einigen Monaten erneut getestet werden. Außerdem ermitteln die Wissenschaftler weitere Merkmale der Probanden. Haben sie Vorerkrankungen? Welchem Beruf gehen sie nach? Wir hoffen, auf diese Art und Weise die Personen identifizieren zu können, die unter besonders hohem Risiko stehen, die Personen identifizieren zu können, die vielleicht am ehesten auch eine Impfung bekommen sollten, wenn dann eine Impfung zur Verfügung steht. Doch schon bevor es einen Impfstoff gibt, soll die Studie Handlungsempfehlungen für die Politik liefern, wie die Pandemie effektiv eingedämmt werden kann, ohne das öffentliche Leben zu sehr einzuschränken. Mit ersten Zwischenergebnissen rechnen die Forscher in etwa 2 Monaten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleibt stabil. Im Schnitt der vergangenen 7 Tage haben sich hier täglich 430 Menschen neu mit dem Virus angesteckt. Genauso viele wie gestern. Gegen Covid-19 gibt es noch kein wirklich umfassend wirksames Medikament. Die meisten Hoffnungen ruhen auf Remdesivir. Ursprünglich gegen Ebola entwickelt, haben Studien gezeigt, dass das Mittel aus den USA zumindest die Genesungszeit beschleunigen kann. Die EU-Kommission hat den Wirkstoff jetzt für die Covid-19-Therapie in Europa zugelassen. Und welche Medikamente sonst noch gegen Covid-19 helfen könnten, erfahren Sie in unserer ZDF-Heute-App. Und was genau bei einer Infektion im Körper passiert, das alles erklären wir in einem interaktiven 3D-Modell. Jetzt nach Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron seine Regierung umbildet. Der Schritt war schon etwas länger geplant. Macrons Umfragewerte sind nicht die besten. Und dann schnitt seine Partei auch noch am Sonntag miserabel ab bei den Kommunalwahlen. Premierminister Edouard Philippe trat am Vormittag mit seiner kompletten Regierung zurück. Am frühen Abend übergab er sein Amt an seinen Nachfolger Jean Castex, ein konservativer Karrierebeamter. Thomas Walde ist unser Korrespondent in Paris. Thomas, soll das jetzt so eine Art Befreiungsschlag für den Präsidenten sein? Ganz genau das. Covid-19 hat Macrons Reformpläne in Frankreich gestoppt und die Arbeitslosigkeit und die öffentlichen Schuldenzahlen in die Höhe schnellen lassen. Und darum brauchte Macron nun diesen symbolträchtigen Neustart. Und mit Jean Castex hat er jemanden gefunden, der bislang nicht bekannt geworden ist durch eigene Ideen und durch eigenen Machtanspruch, sondern das ist jemand, der bislang wacker und geräuscharm und effizient politische Vorgaben umgesetzt hat. Und genau das soll er nun weiter tun. Zuletzt hat er die Covid-19-Krise gemanagt und nun soll er verhindern, dass Covid-19 dieses Land weiterhin schädigt. Und er soll von Macrons Reformen retten, was zu retten ist. Und ganz nebenbei kann Macron damit ein anderes, kleineres Problem lösen, nämlich, dass der Premierminister beliebter ist als er selbst. Genau das war zuletzt bei Edouard Philippe der Fall. Thomas, vielen Dank nach Paris. Ein wichtiges Urteil aus der Türkei. Ein Istanbuler Gericht hat den deutschen Menschenrechtler Peter Steutner freigesprochen. Mehrere Mitangeklagte bekamen dagegen Haftstrafen. Vor 3 Jahren war der Deutsche bei einem Workshop zusammen mit anderen Aktivisten festgenommen worden. Der Vorwurf: Unterstützung einer Terrororganisation. Steutner durfte zu Beginn des Prozesses die Türkei verlassen und ist jetzt in Deutschland. Sein Fall hatte die türkisch-deutschen Beziehungen schwer belastet. Bei der Commerzbank gibt es offenbar großen Ärger in der Chefetage. Bankchef Martin Zielke hat seinen Rücktritt angeboten. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmidtmann will seinen Posten räumen. Die Bank hatte zuletzt rote Zahlen geschrieben. Es gibt Berichte über einen drohenden Abbau von Arbeitsplätzen. Jetzt ein Thema, das viele Autofahrer aufhorchen lässt. Die neuen, schärferen Regeln über Fahrverbote für Raser sind möglicherweise so rechtlich nicht zulässig. Das Bundesverkehrsministerium fordert die Länder auf, den aktuellen Bußgeldkatalog auszusetzen und wieder den alten anzuwenden. Die Folge: Viele Länder teilen die Bedenken, machen die Rolle rückwärts und schon herrscht bundesweit Verwirrung. Was gilt denn jetzt? Christian Deker. Gleich am ersten Tag, als die neuen Regeln in Kraft getreten sind, hat es Thorsten Rieken aus Hamburg erwischt. 88 km/h schnell, wo nur 60 erlaubt waren. Damit droht ihm ein einmonatiges Fahrverbot. Mensch, heutzutage, wenn du bei den Autos zwischen 60 und 80 Stundenkilometer fährst, das ist ja kein großer fühlbarer Unterschied für den Fahrer. Das ist schon heftig.
Seit Ende April sind schärfere Vorschriften in Kraft, die Bußgelder und Fahrverbote betreffen. Ein Fahrverbot kassierte bisher, wer innerorts 31 km/h zu schnell war, nun schon ab 21 km/h. Außerorts bisher ab 41 km/h, nun schon ab 26 km/h zu schnell. Zu hart, sagen viele. Nun dürfte ein Formfehler in der Verordnung die Regeln wieder rückgängig machen. Die Verordnung sei deshalb nämlich nichtig, so die meisten Experten. Die Bundesländer müssen auf die neue Situation reagieren. Es geht zunächst einmal nicht darum, etwas rückgängig zu machen, sondern es geht vor allem darum, Rechtsklarheit auch zu schaffen. Wir stehen vor allem für mehr Verkehrssicherheit, aber es sollte auch verhindert werden, dass die Gerichte und die Bußgeldbehörden jetzt unnötig mit Widerspruchsverfahren und weiteren Verfahren überzogen werden. Das wird in den Ländern nicht ganz einheitlich gehandhabt. Viele kehren erstmal zu den alten Regeln zurück. Alle Autofahrer, denen nach den neuen Regeln ein Bußgeld oder Fahrverbot droht, sollten jetzt handeln, sagen Anwälte. Im Moment raten wir, gegen so gut wie alles Einspruch einzulegen. Es ist vollkommen klar, dass die Fahrverbotsregelungen nichtig sind. Nun ist die Politik am Zug. Bundesverkehrsministerium und Bundesländer müssen sich verständigen, um neue Regeln zu verabschieden.